ist Johannes, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren, teilweise im Forschungsprojekt Einfach Bauen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert in Garching für 3 Studentenwohnhäuser. Innerhalb dieses Forschungsprojektes gab es ein Budget für die Untersuchung von der Vorfabrizierung im Einfach Bauen. Und da wir dort 200 studentische Wohnungen haben, haben wir die Barzelle als das Bauteil herausgefunden, das am meisten Optimierungspotenzial hat, wenn man eben die Vorfabrizierung untersuchen möchte. Und wir haben als erste Aufgabe gehabt, die Pläne der Architekten zu verbinden mit den Plänen der jeweiligen Hersteller und den Bestand zu dokumentieren in zeichnerischer Form und dann darüber hinaus bei der Zerlegung und nach der Zerlegung festzustellen, welche Stellen der Barzellen optimiert werden können und die dann eben in neuen Varianten zu entwickeln und zu denken und die wiederum in Zeichenform oder in Plänen darzustellen. Hallo, ich bin der Tillmann. Ich bin Teil der Forschungsgruppe Einfach Bauen. Und Einfach Bauen bedeutet, dass man mit den Mitteln der Architektur Gebäude produziert, die möglichst wenig Energie verbrauchen und möglichst einfach zu bauen sind. Und wir haben bei dieser Untersuchung festgestellt, dass wir eigentlich als Architekten immer viel zu kurz denken, eher im Fokus haben, wie baue ich das Gebäude, wie kann ich das sauber übergeben, und wir uns viel zu wenig Gedanken darüber machen, wie man mit so einem Gebäude umgeht, wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, also das Thema Recycling auch zu betrachten. In dem Seminar ging es jetzt konkret darum, 3 bemusterte Zellen auseinanderzunehmen im Hinblick auf Recycling und Optimierung, auch was die Reparaturfähigkeit angeht, und das auf der ökologischen Ebene zu bewerten. Natürlich mit dem Hintergrund, dass man das alles skalieren kann, wenn man auf der Ebene konkreter wird. Wir haben uns am Anfang die 3 Badzellen genau angeguckt. Das ist einmal die Betonbadzelle, die Holzbau-Badzelle und die Leichtbau-Badezimmerzelle. Und wir haben geguckt, welche Bauteile gibt es, wo fangen wir an, wo hören wir auf, und haben so einen Katalog erstellt und haben eigentlich bei allen 3 Badzellen gleich gesagt, wir fangen erstmal mit allen Innenausbauteilen an, die bauen wir zurück, haben das in einer Reihenfolge aufgestellt und sind dann zu den Höhlen gegangen, die jeweils immer ein bisschen unterschiedlich zu handhaben waren, weil einfach die Holzplatten, die konnte man am Ende auseinanderschrauben, die Betonplatten oder die Einzelteile mussten wir mit einer großen Flex auseinandernehmen. Haben Listen erstellt, wo wir dann spezifisch für jeden Schritt, für jedes Bauteil die Zeit stoppen konnten, um am Ende eine Vergleichbarkeit zu haben, wo wir Anmerkungen aufnehmen konnten, und haben am Ende des Tages dann nach jeder Badzelle getrennt, die Bauteile gewogen und sortiert, dass wir möglichst sortenrein alle Bauteile je nach Zelle auf einem Haufen liegen hatten. Wir haben zu viert im Team Recycling uns dem Urban Mining Index gewidmet. Dafür haben wir zunächst aus den Plänen die Materialien aufgenommen und in eine Excel-Liste übertragen und diese dann in das Tool eingepflegt. Der Urban Mining Index ist ein digitales Tool, was von Professor Dr. Anja Rosen entwickelt wurde und dazu dient, die Kreislaufpotenziale von Baukonstruktionen zu berechnen und darzustellen. Die Ergebnisse sollen natürlich auch öffentlichkeitswirksam präsentiert und diskutiert werden. Dafür wird es ein Symposium geben am 20.04. im Kreativquartier, wo wir zusammen mit dem Studentenwerk und natürlich auch dem Fördermittelgeber der Deutschen Bundesstiftung Umwelt diese Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen möchten. Wir wollen eine Auktion der übrigen Teile veranstalten und an einem Symposium, was das Thema Einfach Bauen in den Blick nimmt, eben in der Fachwelt, aber auch in der interessierten Öffentlichkeit diskutieren.